Hallo meine Lieben und ich begrüße euch zu einem weiteren Card Market Watch auf meinem Kanal. Wir befinden uns auch schon auf Card Market und da möchte ich euch mal kurz One Piece vorstellen, denn auch dieses Produkt bzw. Produkte von One Piece könnt ihr jetzt auf Card Market ergattern. Ergattern ist vielleicht ein gutes Wort, denn die sind nämlich extrem teuer. Wir schauen mal auf das Display. Das kostet euch 239 Euro. Tendenz steigend. Das hört nicht auf zu steigen. Ich hatte damals überlegt, mir davon ein Display zu holen, einfach just for fun. Da ging es schon 150 Euro, fand ich schon ein bisschen teuer. Ich dachte, naja gut, vielleicht aufgrund des Hypes, aber der Hype reißt nicht ab. Es ist unfassbar teuer. Unfassbar teuer. Ich hatte ja im Dezember sogar ein Opening zu den Structure Decks gemacht. Die habe ich hier hinten auch noch zu liegen. Hier, dort sind sie. Das soll ja noch sealed, ich habe nur das geöffnet. Die sind unfassbar teuer geworden. Wir können uns ja da auch gerne mal die Structure Decks anschauen. Hier seht ihr, ne, es gibt noch nicht allzu viel. Hier ist das Display. Hier haben wir die Structure Decks. Wir schauen uns mal das von Strohhut Ruffy an. Und das fängt einfach mal bei 28 Euro an. Ich habe damals für die vier Stück habe ich 60 Euro bezahlt. Ja, krass. Also wer hätte gedacht, dass das wirklich so ein Hype ist. Natürlich ist der Anime sehr, sehr beliebt. Aber das Kartenspiel, habe ich mir sagen lassen, soll jetzt nicht so doll sein. Wer von euch das vielleicht spielt, schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare, ob das Kartenspiel sich lohnt, da mal mehr Zeit zu investieren. Denn den Anime feiere ich auch und ja, würde mich jetzt nicht stören, da mal reinzuschnuppern. Jetzt wollen wir aber weitermachen mit Yu-Gi-Oh! Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier. Und da wollen wir natürlich mit Amazing Defenders nochmal starten. Und da schauen wir uns nochmal das Ritualmonster an, denn das kann durchaus Potenzial haben nach der nächsten Banlist, sofern natürlich Telemans, Kashtira, obwohl Kashtira kommt jetzt erst raus, die werden nichts abbekommen, aber Telemans vielleicht ein bisschen gehittet wird, so ein bisschen indirekt über die Instant Fusion, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann könnte dieses Thema auf jeden Fall mehr Play sehen und ich könnte mir vorstellen, wenn Konami vielleicht Ende des Jahres richtig mit der Axt schwingt und vieles abholzt, dann könnte ich mir vorstellen, ist Mikanko eins der besseren Themen, die man spielen kann, da ihr es zum Beispiel mit Lipomancer spielen könnt, ihr könnt es mit Kaijus spielen, ihr könnt es bestimmt bis dato dann auch noch mit diversen anderen Archetypes zusammenspielen und ja, man muss tatsächlich sagen, die Equip-Spells sind jetzt auch nicht die schlechtesten, hier haben wir zum Beispiel Arabeske, die finde ich ja persönlich extrem stark, da wir sie theoretisch mit jedem Monster equippen können und dann können wir folgende Effekte aktivieren und zwar können wir dann das equippte Monster auf die Hand geben und dafür dürfen wir ein Monster, also ein Mikanko-Monster aus unserem Deck speziell beschwören, welches einen anderen Grundnamen hat, aber das ist halt kein Problem, ne? Es sei denn, wir spielen halt direkt gegen Mikanko, dann ist halt schon ein bisschen problematisch, aber so an sich finde ich, ist das eine krasse Karte. Da haben wir hier das erste Playset für 13 Euro, dann sind wir schon bei 15 Euro, 15 Euro, 15 Euro. Und der Preisgraf munkelt uns hier vor, dass die jeweils für 10 Euro weggingen. Ist halt eine Lüge, ne? Jetzt wollen wir nochmal uns kurz das Ritualmonster anschauen. Das ist natürlich auch gestiegen. Als wir letztens drüber geschaut haben, ging, glaube ich, ein Playset so um die 23, 24 Euro. Jetzt sind wir hier schon bei 30 Euro. Ja, Leute? Es steigt. Also viele erkennen wahrscheinlich das Potenzial. Wir können das natürlich auch alle täuschen, sofern die Banlist nicht so ausfällt, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ne? Also da muss man halt immer ein bisschen mit beobachten und sich ein bisschen überraschen lassen. Die nächste Karte, die wir uns anschauen wollen, ist Pearly. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Kriegt nochmal richtig guten Support und aufgrund dessen steigen auch hier die Preise extrem an. Wir sind jetzt bei dem Playset, beim ersten Playset hier bei 23 Euro die Kopie. Hier sind wir bei 25 Euro die Kopie oder hier schon fast bei 26 Euro die Kopie. Ich habe mir mal ein paar Kombos angeschaut. Ihr seid hier schon extrem darauf angewiesen, dass die permanente Spell liegen bleibt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall war es bei der Kombo, die ich mir so angeschaut habe, weil die equippt immer euer Monster. Ansonsten habt ihr einen Omni-Negate, das ist halt sehr, sehr stark. Doch wenn ihr gar nicht erst darin kommt, also weil die Equip-Spell vielleicht vorher geoutet wird durch Ogre, dann ja, sieht es schon nicht so doll aus mit dem Thema, muss man ganz klar so sagen. Dann haben wir hier meine Freundin Pearly. Auch eine Karte, die natürlich aufgrund dessen steigt, weil das Thema an sich auch cute ist. Also das muss man halt auch sagen, sieht extrem süß aus und ja, gibt bestimmt einige Liebhaber unter euch da draußen. Das erste Playset kostet euch hier 14,44 Euro die Kopie, dann sind wir hier bei 15 Euro und 15 Euro die Kopie. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen und wir schauen uns mal das Display von Photon Hypernova an. Alter Falter, ist das gestiegen. Ja, wir sind jetzt hier beim Displaypreis bei 67 Euro. 70 Euro, also mit Versandkosten sind wir um die 70 Euro, das kann man schon sagen. Ich glaube, wir haben schon ewig nicht mehr so ein teures Display gehabt. Mich würde jetzt mal interessieren, liegt das daran, dass wir dieses neue Steuermeldegesetz haben, dass jetzt vielleicht einige Verkäufer abgetreten sind, weil sie keinen Brief vom Finanzamt kriegen wollen, weil sie nicht offizielle Händler waren? Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. Jetzt wollen wir uns mal die Fehlspell anschauen.
teuer. Die ist extrem teuer. Die könnte halt auch Sphären erreichen wie Palawino am Anfang um die 70, 80 Euro. Wir sind ja hier beim Vorverkaufspreis, also es könnte erst noch ein bisschen droppen. Aber auf lange Sicht könnte ich mir durchaus diesen Preis vorstellen. Wir sind hier bei 72 Euro pro Kopie beim Playset. Ist schon teuer, muss man ganz klar so sagen. Dann haben wir hier unsere Spell, die uns einfach ein Kashtira-Monster aus dem Deck specialt. Die ist unglaublich gut. Werdet ihr auf jeden Fall auf 3 spielen. Da sind wir hier bei 56,62 die Kopie und hier nochmal und hier auch nochmal. Dann braucht man natürlich auch unser Xyz-Monster und da sind wir hier bei 39 Euro noch. Wird aber höchstwahrscheinlich droppen, weil ihr maximal 2 Kopien davon braucht. Und dann könnte ich mir vorstellen, wird diese Karte so um die 25 Euro sich einpendeln. Vielleicht auch 30 Euro, mal schauen. Dann brauchen wir natürlich auch den Weißhart, den werdet ihr auf 3 spielen wollen. Da sind wir zurzeit bei 36,74, 36,74, 36,75, also 36, 37 Euro zurzeit. Könnte ich mir vorstellen, wird auch so eine 30 bis 40 Euro Karte, je nachdem wie häufig man sie natürlich zieht und wie viele Displays geöffnet werden. Muss man halt auch dazu sagen. Dann haben wir hier Tierlemens Kashtira, eine unfassbar starke Karte, vor allem für Tierlemens, weil sie mildt uns einfach noch mehr Karten. Sehr, sehr schön. Wie oft die wirklich in Tierlemens dann gespielt wird, wird glaube ich abhängig sein von der Bandlist, die wir bekommen. Wenn ihr aber ein Playset haben wollt, seid ihr bisher bei 38 Euro. Und ja, wird eine Karte, die wird sich wahrscheinlich, wenn sie nur als One-Off gespielt wird, wahrscheinlich so um die 5 bis 10 Euro einpendeln. Dann haben wir natürlich hier unseren Dusk Dragon für die Despair-Spieler unter euch, beziehungsweise für die Branded Despair-Spieler unter euch. Braucht ihr nur eine Kopie davon, wird sich auf jeden Fall unter 10 Euro einpendeln. Zurzeit seid ihr bei 17,62, 17,63, 17,64. Ist ein sehr gutes Monster natürlich in Branded Despair, weil ihr durch Fusionsentsendung die KT sehr direkt specialen könnt und die theoretisch ja via Quick Effect eine Fusionsbeschwörung für euch durchführen können. Das ist also nicht so schlecht. Dann bekommt auch Gigantic nochmal Support in Form von Sagas. Das Monster ist gar nicht so schlecht. Wir können das Xyz beschwören, indem wir ein anderes Springgans Xyz Monster kontrollieren. Und wir können dann ein Material abhängen und könnten uns dann ein Springgans Monster oder ein Fion Monster unserer Hand hinzufügen. Und sollte ein Xyz Monster ein Material abhängen, hat er noch einen weiteren Effekt. Und zwar können wir dann eine Karte schießen. Auch nicht so schlecht. Also gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich glaube Springgans an sich wird bei uns nicht so wirklich play sehen. Dann möchte ich euch mal eine Trap vorstellen, die ich extrem gut finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass die in Labyrinth gespielt wird. Und das ist, Waybridge. Die Karte sagt aus, wenn unser Gegner natürlich mehr Monster kontrolliert als wir, dann können wir sie aktivieren. Und dann muss unser Gegner seine Monsteranzahl auf 1 reduzieren, indem er die restlichen Monster in den Friedhof sendet. Finde ich extrem stark. Also könnte ich mir vorstellen, dass die bestimmt hier und da mal play sehen wird. Dann, weil ich gerade Labyrinth angesprochen habe, bekommen die natürlich auch ihr großes Willkommen. Macht das Deck viel, viel konstanter. Ja, was soll ich sagen? Wird auf jeden Fall auch eine 25 bis 30 Euro Karte, weil Labyrinth-Karten generell gerade extrem teuer sind. Vielleicht wird sie sogar noch teurer. Also wer Labyrinth spielen möchte, der sollte vielleicht direkt nach dem Release einkaufen gehen, wenn dann die ganzen Privaten auch ihre Karten hochladen. Dann wollen wir uns mal Gishki angucken, denn auch Gishki bekommt Support. Wir haben uns schon mal den Schlund angeguckt. Die Karte ist wieder ein bisschen gedroppt. Sie ging nämlich da, als wir geschaut haben, im Playset ihre 10, 11, 12 Euro und jetzt sind wir hier bei 9 Euro die Kopie, 9,50 Euro, nochmal 9,50 Euro. Das mit Gishki funktioniert ganz gut mit Sprite, aber wir haben halt noch den Starter, wir haben noch Jet auf 3, also wir haben halt noch alles Full Power spielbar, von daher würde ich jetzt noch nicht auf Gishki zurückgreifen. Wer weiß, ob überhaupt Sprite bei uns so gehittet wird wie im OCG. Dann bekommen auch unsere Piraten wieder Support. Was heißt wieder? Bekommen endlich mal Support, der gar nicht so schlecht ist. Die lassen uns sogar First Turn gut mitspielen. Und bisher sind noch alle Karten davon relativ günstig zu haben. Doch sollte das Deck vielleicht doch relativ zügig dadurch in die Meta steppen, also vielleicht eins der schlechteren Tier 1 Deck werden, dann könnte ich mir vorstellen, werden diese Karten relativ teuer, denn wir haben hier auch gar nicht mehr so viele verfügbare Artikel. 762 sind jetzt nicht so viel. Wie angesprochen, Branded Despair kriegt ja auch Support und das macht sich auch langsam wieder bei der markierten Eröffnung bemerkbar. Und da sind wir jetzt beim Playset. Ui, 5 Euro, 5 Euro und hier nochmal 5 Euro die Kopie. Die Super Rare sieht ein bisschen günstiger aus. Wir können mal reinschauen. Da sind wir hier bei 4,15 Euro die Kopie, 4,30 Euro oder dann hier 4,60 Euro die Kopie. Dann wollen wir uns mal Punk wieder anschauen. Wir haben hier die Fuchsmelodie, die steht jetzt so stellvertretend für die ganzen Punk-Monster. Denn es gibt tatsächlich Varianten, da kann man das mit Kashtira zusammenspielen, bin ich jetzt kein Fan von. Also ich glaube, dass Kashtira pur deutlich besser funktioniert oder dann vielleicht sogar mit Tierlimits, nicht vielleicht, also sogar mit Tierlimits zusammen, besser funktioniert als mit Punk. Ist vielleicht eine Low-Budget-Variante von Kashtira, obwohl
Crush, die ja schon extrem teuer ist. Also weiß ich nicht, also wer da vielleicht schon mal viel getestet hat, kann mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie da das Endboard aussieht. Vielleicht überzeugt mich das ja doch. Ansonsten braucht ihr wahrscheinlich von dieser Karte ein Playset, nehme ich an. Da seid ihr hier bei 18,30 €, 18,57 €, 18,57 € die Kopie. Dann ist der gute Joshua Schmidt wieder getoppt und hat dieses Mal diesen Flinker, den Sonnenbarsch, gespielt. Und der ist danach sofort gehypt im Preis. Also der ist so gestiegen. Ich persönlich würde die Karte jetzt nicht holen. Ich finde die jetzt nicht so krass. Aber wer gerne investieren möchte, ist hier dann bei 9 € dabei, die Kopie bei einem Playset, 9,50 € oder hier schon bei 10 €. Ich glaube nicht, dass die Karte das wirklich wert ist. Aber wer es gerne ausprobieren möchte, dem bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als so viel Geld zu bezahlen. Dann eine weitere Karte, die ich euch mal vorstellen will, ist die Ible. Die könntet ihr zum Beispiel auch in Sprite spielen und der Effekt ist gar nicht so schlecht. Wir lesen mal. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst einen Linkmonster in deinem Friedhof wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite, sodass es auf diese Karte zeigt. Aber ändere seine ATK zu 0. Zusätzlich annulliere seine Effekte. Ist jetzt nicht so krass. Du kannst keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Linkmonster. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Falls diese Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, auf dem Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite deines Gegners in die Verteidigungsposition beschwören. Sehr, sehr gut. Euer Gegner ist dann gelockt in Linkmonster. Sehr, sehr starkes Monster. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Karte auch mitunter in Sprite gespielt werden kann. Ihr seht es auch schon, der Preisgraf steigt langsam allmählich nach oben. Ihr bekommt eure Kopie hier schon für 2,50 €, 2,20 €, also hier 3 € sogar schon, 3,49 €. Wer es mal ausprobiert hat, gerne mal in die Kommentare, würde mich auch interessieren, wie erfolgreich du damit warst. Dann eine weitere Staple-Karte, die ich euch mal vorstellen will, ist Buch der Mondverfinsterung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Karte gar nicht so schlecht ist gegen Tielemans. Wenn wir nämlich die Monster bookt, das gegen das, dann kann er halt seine ganzen Traps nicht mehr aktivieren. Aber die Karte ist auch gar nicht so schlecht gegen Kashtira. Wenn ihr nämlich da die Monster bookt, also zum Beispiel den Shangri-Ira, dann sind halt eure Zonen wieder frei. Ist halt auch nicht so schlecht, ist eine Quickspell, das heißt, ihr könnt sofort in der Dwarf-Phase diese Karte aktivieren, bevor er vielleicht so noch was spezial beschwört durch Shangri-Ira. Also von daher ist die Karte, finde ich, gar nicht so schlecht. Ihr müsst aber leider eine Karte discarden können. Tut euch das weh, spielt ihr wahrscheinlich diese Karte nicht, dann solltet ihr vielleicht Buch der Verfinsterung spielen, denn da bookt ihr alles, aber wenn ihr dann das Board nicht cleart, darf euer Gegner für jedes Monster, was sich dann in der Endphase entbookt, eine Karte ziehen. Finde ich ein bisschen risky. Dann machen wir weiter mit Talent der drei Taktiken. Auch eine Karte, die immer mehr Play sehen sollte, wahrscheinlich wird, aufgrund von Kashtira. Und da braucht ihr natürlich ein Playset, da ihr die Karte hart auf der Hand sehen wollt. Da seid ihr hier bei 17,50 €, 17,50 € oder hier nochmal 17,50 €. Ja, also 17,50 € hat sich nicht großartig verändert. Ja, also die Karte wird nicht günstiger. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auf lange Sicht über 20 € einpendelt. Dann eine weitere Karte, die teurer geworden ist. Ich verstehe nicht ganz warum. Ist Linkoribo. Die Karte kostet euch einfach mal 3 €. Die ging mal 40, 50 Cent. Ja, vor Ewigkeiten, als Maximum Gold rauskam. Ich verstehe es nicht. Also klar, ich verstehe es. Ist ein guter Staple an sich. Also ein gutes Linkmonster. Aber sieht eigentlich überhaupt gar kein Play. Aber vielleicht deckt man sich halt für 3 € einfach mal damit ein. Dann hat man sie. Weil du wirst irgendwann immer mal ein Deck spielen, wo du sie spielen kannst. Wahrscheinlich. Dann wollen wir kurz über Shinonome, die Valens Priesterin, sprechen. Das ist eine Karte, die steigt langsam. Könnte halt auch wieder mit der Bandes zusammenhängen. Das Deck hat eigentlich an sich sehr viel Potenzial für ein OTK. Und ich kann mir vorstellen, je nachdem wie die Bandenlist ausfällt, könnte das Deck durchaus überraschen. War ja das schlechteste Thema in Tactical Masters. Vielleicht überrascht uns das ja noch. Wer weiß, was Konami manchmal so anstellt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Konami dann extra so eine Decks nochmal irgendwie pushen will durch indirekten Support. Natürlich auch direkten Support, damit das dann endlich mal in der Meta ankommt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Und ihr braucht natürlich von dieser Karte ein Playset. Und da seid ihr hier bei 3 € die Kopie, 3 € oder dann hier schon für 3,57 € die Kopie. Gut, dann wollen wir weitermachen mit Schwarzflügel Rüstungsmeister. Das ist die letzte Karte, die ich euch vorstellen möchte. Warum stelle ich euch die Karte vor? Denn die Karte ist nämlich sehr essentiell geworden für das Edison-Format. Ich habe da tatsächlich noch nicht so viel Berührungspunkte. Ich habe mir das nur sagen lassen, dass Schwarzflügel im Edison-Format extrem stark sein soll. Und aufgrund dessen könnte ich mir vorstellen, wird die Karte auf lange Sicht teurer, da das Edison-Format immer mehr Beliebtheit erfährt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu dem Edison-Format in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so findet. Die Karte steigt bei 13 € und wenn ihr 2 Kopien braucht, seid ihr hier bei 14 €, ein ganzes Playset bekommt ihr für 15 €. Und damit möchte ich auch den Card Market Watch beenden. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen, denn wir sind jetzt schon auf dem Weg zu 1900 Abonnenten. Wie krass ist das denn? Alter Falter, ich freue mich so derbe. Werde Teil der Crew, werde ein Jamianer, würde mich extrem freuen, wenn du hier abonnieren würdest. Ansonsten war es das jetzt mit mir. Ich bedanke mich natürlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Reinschalten. Macht's gut, haut rein, ciao.